So, liebe Leute der Wiesengemeinde, wir sind hier wieder beim Angezockt, unserem letzten Teil. Die Wasserträger sind bei Goose. So gefällt mir das. Hier, trink einen. Auf das, was wir aus dem Wasser machen. Die Sache mit Di Fuego ist erledigt. Zu welchem Preis? Spielt das eine Rolle? Ha! Hast bei Pedro abkassiert? Den alten Sack runtergehandelt und den Rest für dich behalten? In dem Fall hast du deine Belohnung ja schon eingestrichen. Aber ich habe heute meinen großzügigen Tag. Hier, nimm 5 Flaschen vom besten Takarigua rum. Hat der aufgeblasene Sack noch was gesagt? Nichts Wichtiges. Na dann, Prost. So, wir haben rum. Und den Apfel will ich auch. Scheißegal. Versucht, was soll das werden? Mir ist scheißegal. Auch wenn ihr angepisst seid, ich will das Bier haben. So, wir haben Pulver rum. Jetzt müssten wir es eigentlich packen. Go, go, go! Versuch 5555. Natürlich bin ich jetzt verreckt, das war jetzt sehr dumm von mir. Oh, das gibt's doch nicht. Achso, ich bin direkt weggegangen, ne? Gut, dann verzeih ich dir das noch einmal. Habe ich es eigentlich genommen? War B alles nehmen oder? Nee, B war schließen, nichts war alles nehmen. So. Natürlich habe ich verfehlt. Oh Gott, ist das Spiel scheiße. So. Das ist ungefähr von dem, das ist. Ich meine, das geht's nicht mehr. Ein Amulett. Besser als nix. Mal gucken, was es bringt. Ausrüstung. Amulett. Viele der Eingeborenen tragen einen Glücksbringer. Okay. Zucker, ich brauche Zucker. Warum ist hier kein Zucker? Guck mal da, was hier ist. Ich dachte, die Termitenhöhle. Wo bräuchte Zucker?
Sag nicht, dass es noch ein Nest gibt. Ey, dann rast dich aus. Es gibt eigentlich kein Spiel, wo es nicht ausraste. Weil irgendwie jedes Spiel mich so Weißglut bringt. Fällt mir gerade so auf. Scheiß Termiten da hinten. Irgendwo kamen sie. Strand entlang. Ist da noch Zucker oder was? Du Homo. Tot bist du jetzt. Kein Zucker. Kein Zucker. Was ist das für ein Vieh, ey? Warum ist das so dumm? Oh, daneben. Nee, nee. Ayo, macht das so viel Schaden. Stopp, ey. Ja. Termide, wo seid ihr? Ja, das ist schön, dass ich Termitenplage gemacht habe, aber ich brauche den Zucker, der ist wichtiger. Und wo ist der Zucker? Das Ding muss da drin sein. Da ist noch ein Zucker. Da ist auch noch ein Zucker. Ah, wir haben einen Zucker. Naja, ich muss schön speichern. Wie schön. Ich habe das Termitennest erledigt. Da bin ich dir aber dankbar, Junge. Wie dankbar genau? Ja, ja, schon gut. Der alte Jack braucht ja kein Gold. Noch was. Falls du es noch nicht gesehen hast, da liegt ein Buch in meinem Turm. Könnte dich interessieren. Ja, hab ich schon durchgelesen. Jetzt kennen wir dieser scheiß Hurensohn, Sklavenwilden, Arschlöcher. Aufs Maul, ey. Du kriegst als erstes, du Arschgeburt. Ajo, seid ihr zu zweit. Ey, sag mal,
Mich jetzt. Ayo, von hinten. Ayo, drei Stück. Gott. Aber jetzt alles. So, da wir den Zucker auch haben, geben wir noch einmal ab. Und wir porten uns einfach direkt den Scheiß auf die Scheißgeist. Hier an der Mistboden. Und geben die mir Quests, die ich eh nicht erledigen kann, weil die total overpowered sind. Mist geworden, ey. So. Seegarde Orden. Zucker. Ich bringe dir die Zuckerlieferung. Was war das Problem? Termiten. Große böse Termiten. Hey, Junge, du bist zu gebrauchen. Bring das Zeug gleich zu Alistair. Der wird sich freuen. Ach so. Danach kommst du wieder runter. Dann stoßen wir an und du kriegst deinen Sack Gold. Nein. 300. Das langt nicht für ihn ein, nein. Was ist Alistair, der Fisch? Gerade, gerade. Oh, Bian, ich will nicht so ein Noobs da. Alistair. Curtis, Morris. Okay. Alistair. Barney. Flanagan. Wo ist der verfickte Alistair? Kommt man da hoch? So, so. Alistair, ich bring Zucker. Ich bringe neuen Zucker. Ah, Zucker. Noch ist das einfacher Zucker, aber schon bald wird er brennen. Und dann machen wir daraus flüssiges Gold. Und noch was. Du hast uns zwar den Zucker gebracht, aber das heißt nicht, dass du machen kannst, was du willst. Du darfst hier oben sein. Aber geh nicht ins Zimmer von Boos. Erwische ich dich da drin, gibt's einen Satz heißer Ohren. Oh, kann der mir Rumbrennen beibringen? Wie genau wird rumgebrannt? Das will jeder wissen. Und viele haben's probiert. Es war die Zeit der explodierenden Kessel. Seitdem sind wir vorsichtiger geworden. Nur wenn du wirklich bereit bist, kannst du unser Handwerk lernen. Woran merke ich, dass ich bereit bin? Wenn du dich von 1000 Goldstücken trennst, dann bist du wirklich bereit. Nee, 1000 Goldstücke habe ich nicht mal annähernd. Ein Food. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Nein. Nein. Dann fall halt, mir egal. Wenn du stirbst, ist deine Schuld. Na, jetzt so. Tch,
trinken wir. Auf den Mann, der uns den Zucker gebracht hat. Und hier ist das versprochene Gold. Was ist mit dem Rum für Stahlbart? Wir haben Zucker, wir haben Wasser. Also an mir soll's nicht liegen. Du bist genug gerannt. Ich klär das mit dem Alten. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn? Habe ich nicht. Leute, einschüchtern. Hätte 1. Hätte 4. Hätte 7. Die Schussverletzung besser wegstecken. Zeig mir, wie ich Schussverletzung. Hajo. Ich hab noch was, das dich überzeugen könnte. Buß ist bereit, den Rum zu liefern. Alle Achtung! Jetzt bin ich beeindruckt. Ich verhandle noch den Preis mit Buß. Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu einem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Vergiss nicht den Rum. Natürlich! Der Rum! Was ist jetzt? Das reicht mir noch nicht. Wir sind ja noch eine Weile da. Lass dir was einfallen. Beeindrucke mich. Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Landratte? Dein Gejammer hat mich rausgetrieben. Du brauchst mir noch den Verstand, du Lappen. Den hast du doch längst versoffen. Also, toll. Jetzt darf ich noch eine Mission machen. Trink dir einen Rum und amüsier dich mit Holly. Okay. Hey, Süßer. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Stahlbart? Ich weiß, dass er zusammen mit anderen Kapitänen auf Kaperfahrt war. Das ist noch nicht lange her. Und manche sagen, seitdem ist er verflucht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Krieg zwischen den Kapitänen gibt. Wahrscheinlich haben sie sich um die Beute gestritten. Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Wer ist Pete? Curtis hat ihn beauftragt, das Tor zu bewachen. Aber Pete wollte unbedingt seinen Schatz verstecken. Er glaubte, ein gutes Versteck gefunden zu haben. Das wäre alles. Oh Mann. Jetzt nicht. Hey, gehörst du zu Boos? Nein. Dann bist du einer von Stahlbarts Männern? Noch nicht. Hoi, bei den Verfluchten willst du mitsegeln? Darauf müssen wir einen trinken. Spendierst du mir einen? Jetzt nicht. Ja, dann mach, dass du wegkommst. Fisch, Alter. Ahoi! Ich bin O'Brien, Smoothie auf der bärtigen Jungfrau. Ich will bei euch anheuern. Wir nehmen dich nur mit, wenn... Ich es drauf habe, schon klar. Also, bringt es was, wenn ich dich verprügel? Wenn du den Smoothie umhaust, wird der Captain sauer. Aber beeindrucken wird ihn das kaum. Du kannst mich schlagen, aber nur im Saufen. Was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Besorg dir eine Karte und eine Schaufel und such dir einen Schatz. Aber meinen kriegst du nicht. Hast du deinen Schatz auf der Insel vergraben? Ei! Aber einem Grünschnabel wie dir werde ich bestimmt nicht meine Karte überlassen. O'Brien, Schatzkarte. Wie kann ich dich zum Saufen schlagen? Wie kann ich dich im Saufen schlagen? Willst du mir erzählen, du hast noch keine Sauferei mitgemacht? Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Ja, dann
Ach, das machen wir noch. Danach beende ich auch schon die Folge und das Spiel. Ich hoffe, ihr hattet schon mal jetzt einen kleinen Eindruck. Ist es auch. Solange du eine ruhige Hand hast, greifst du daneben und eine Flasche fällt um, kriegst du eine neue. Lass saufen. Saufe. Wir können einfach so eine Runde saufen oder mit Einsatz. Saufen wir einfach so. Setzen wir uns. Los geht's. Gut gemacht. Ich habe gewonnen. So geht das laufen. Du hast verstanden, wie es läuft. Lass uns saufen. Saufen wir um deine Karte. Warum nicht? Aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens, du bringst einen ordentlichen Schnaps. Wir saufen mit Schmerztöter. Zweitens, du bringst vorher auch einen Einsatz. Was stellst du dir vor? Tja, ich bin mir sicher, dir wird schon was einfallen. Genug davon. Als Einsatz für deine Karte gebe ich dir... eine schwarze Perle. Hast du aber nicht. Sonst noch einen Vorschlag? Eine Flasche Rum. Willst du mich verarschen? Zwei Flaschen Rum? Nein! Und ich nehme keine getragene Wäsche. Ich denk drüber nach. Gut, es wird doch etwas länger dauern. Ihr habt gesehen, wie man sauft. Das war's von mir, vom Spiel und von dieser Woche angezockt. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss!